Also wir sind hier nicht beim Arzt, wir sind heute im Phantasestudio. Ja, Handschuhe ausziehen, schnell! Der Dominik, der Gastgeber ist da, der Marcel. Und ihr spielt gegen uns, Richie, Judith und ich. ja, und was spielen wir? Du nimmst dich mal auf. Ja. Das schneidet dann nur wieder raus. Das schneidet wieder raus. Nein, das schneide ich nicht raus. Echt, ehrlich nicht. Toll. Jetzt ist alles aufgenommen. Ja, jetzt schneide ich einfach. Nein, also komm, wir machen das jetzt hier alles live. Genau. Wir spielen nämlich Tau mit verbündeten Katashanern gegen Richies Necrons und meine Orks. Also steht jetzt gar nicht so viel auf dem Tisch bei uns. Wir haben uns gedacht, dass wir jeder 750 Punkte machen mit verbündeten Ringen. Ja? Das heißt 750 Punkte Tau, 750 Punkte Katashana und ihr habt noch in Reserve da hinten die coole. Im Reserve haben wir Heineken, Motorhead Wein und Sly Marbo Vendetta mit einem Veteranentrupp und genau, das ist. Ich habe noch was in Reserve, das ist richtig. Ich habe schön in einer schwarzen Box, weil sie im Off sind, meinen Commander angeschlossen an die Geister. Oh ja, sehr schön. Genau, wir haben einen Dakar-Chat noch in Reserve und einen Monolith. Das ist der coole beleuchtete. Der Richie hat auch endlich mal Batterien da reingebaut und dann sieht es auch cool aus. Ja, alles klar, wir spielen Kreuzzug, die 1. Aufstellung ist Feinberührung, die mag ich eigentlich nicht so gern, das ist das mit der Schräge. Und wir haben W3 plus ein Missionsziel. Wir haben hier ein Missionsziel. Haben unsere Gegner platziert. Hier direkt das zweite, weil die haben nämlich den Wurf für die Seite auswählen gewonnen. Darum durften wir nur das nicht geschnitten. Und wir haben leider nur eins. Ja, das steht hier halt in der Ecke. Okay, dann würde ich einfach sagen, dann Richie, du darfst mal würfeln. Die genau. Initiative bekommt. Richie. Ach so, und wir haben keinen Nachtkampf, weil der Herr... Doch, wir haben doch. Ja, ja. Angesagt? Okay. Ja, ich hab's angesagt. Ja, okay. Dann könnt ihr auch ruhig den ersten Zugang nutzen. Ja, ja. Schießiger wird dann eh nicht. Nein, nee, also ihr habt okay, den ersten Zug. Dann haben wir den ersten Zug. Also, eine gute Schlacht. Jo, wünsche ich euch auch. Auch nicht über Kreuz. Oh mein Gott. Ihr abergläubigen Menschen, ey. Alles klar, und los geht's. Nur die Würfelgötter zählen. Hopp. Okay, die erste Runde, die lässt sich eigentlich ganz einfach zusammenfassen. Auch gar nicht einzeln pro Partei. Weil wir haben ja, also mein begabter Taktiker hat Nachtkampf angesagt. Das heißt, wir haben uns hier am Morgengrauen getroffen, hier auf dem Schlachtfeld. Und darum ist nicht viel passiert. Die Gegner haben sich eigentlich gar nicht bewegt. Ein bisschen bewegt. Marcel hat sich ein bisschen bewegt. 6 Zoll. Die Katashana an keinem Spielgerät bewegt. Aha, Dominik hat seine Katashana also gar nicht bewegt. Im sämtlichen Spielbericht nicht. Ja. Und wir, unsere Orks sind hier nach vorne. Da sind ja 20 Boys drin. Und der Big Mac und hier ist noch der Super, wer heißt er denn? Killer? Rott? Nein, Garbot. Genau, und das ist ein Kampfläufer der Triarchat. Triarchat-Kampfläufer. Der sieht auch cool aus. Kampfläufer des Triarchats. Genau. Hier sind fünf Poser-Boys, hier noch Plünderers und hier ist noch ein Standard vom Richie. Das sind ganz normale Necron-Krieger. Jo. Runde. Ja. Und das ist die Runde gewesen. Wir haben, hier drauf geschossen. Auf den Truppentransporter von den Tau und dreimal getroffen, aber nicht durchgekommen. Der hat eine Seite 11. Ich habe einen fetten Wummen drauf geschossen, die haben Stärke 5. Ja, bin nur eine 5 gewürfelt. Das heißt, ihr eure zweite Runde und unsere Reserven. Oh ja. Also Ende der zweiten Runde der alliierten Tau und Katashana. Ja, das ist unsere. Ja, huhu, mehr machst du auch nicht. Ja, bei uns kam die Vendetta rein und Sly Marbo. Sly Marbo hat auch natürlich direkt agiert. Leider hat er nicht allzu viel geschafft, wie ihr seht. Hat einen Necron-Krieger gerissen und das andere ging in das Schutzfeld vom Lord. Ja.
Die Vendetta hat ihr gedachtes, vernichtbringendes Potenzial ausgeladen. Ach so. Und hat dann mit ihren Lasern den Kampfpanzer zerlegt. Und zwar zweimal getroffen. Einmal wurde geblockt durchs Kraftfeld von dem Big Mac, der hier ist. Aber der andere ist durchgegangen. Vier gewürfelt. Durchschlag 2 plus 1 plus offen. Von 2 genau, Schall. Macht dann 6. Nicht scheiße. Dadurch erleiden die Treffer, die Insassen Stärke 4. Nicht mehr 3. Auch 3 blöd. Nur außerhalb, genau. Ja. Und wodurch, was, 2 oder 3? 5 umgefallen sind. Ja. Dann sind nochmal 2 im Beschuss umgefallen. Ja. Dann wollte der Melter und die Sprengladung den Kampfläufer des Triarchats zerlegen. Haben sie nicht geschafft, wie man sieht. Ja, und meine Tau haben ein bisschen die Orks beschossen und dezimiert. Ja, der hier hat einen weggenommen. Genau, und da und die haben auch einen. Oder so. Ja. Ja. Und der Mörser. Der Dominik hat mit Mörser geschossen, aber nichts. Aber das war ein Blindgänger. Ja. Okay. So, da bin ich jetzt mal gespannt, wie unsere Gegner agieren auf diese Damage. Genau. Erstmal unsere Reserven. Richie, wo bist du denn? Oh nee, weißt du, wir haben jetzt die zweite Runde. Ende der zweiten Runde der Orks und Necrons. Wir haben uns jetzt bitterbös gerecht an dem bösen Katashana-Tau-Bündnis. Ihr seid ein Zweckbündnis oder seid ihr das richtige Verbündete? Nein, das ist schon wirklich Liebe zwischen uns. Okay, also ja, ich wollte eigentlich nur sagen, Reserven sind reingekommen. Hier mein Dakar-Chat, der ist nicht rausgekommen, der kommt vielleicht irgendwann noch. Ja, ansonsten, wir haben uns hier vorbewegt mit den Orks, die verbliebenen Orks aus dem Kampfpanzer. Hier mein Garbot ist nach vorne gegangen, der Kampfläufer, der Trier-Schaden ist nach vorne gelaufen. Ansonsten sind alle stehen geblieben. Dann habe ich den War in der Schussphase ausgerufen. Ich durfte hier statt 9-mal synchronisiert 18-mal schießen auf die Vendetta, die hier nicht mehr ist. Hab 3-mal getroffen mit bei 6. Du hast mehrmals getroffen. Ja, für, ja, es war auf jeden Fall 3 genau. Rüstungs, die ich 14 Mal habe ich getroffen. Und zwar auf die 4, 3 kamen durch. Er hat hochgezogen, aber hat 3 Zwungen gewürfelt oder so. Ja, also das sind viele, viele rote Stirnbänder, die vom Himmel rieseln. Genau. Sand im Wind schweben. Danach haben wir hier diese katashanische Supertrupp unter Schuss genommen, Veteranentrupp. Und zwar mit den Necron-Kriegern hier und mit denen hier oben. Und mit denen hier oben auch, weil die haben hier eigentlich gar nichts gerissen. Hier konnten nur 2 schießen, weil hier aus dem Schießschaden haben nur 2 durchgucken können. Aber die haben 3-mal jeder geschossen, sind 6 Schuss, haben 4 abgeholzt und die Necron-Krieger den Rest. Einer steht noch, der ist also ein Veteranen-Sergeant, der hat Moral 8, unglaublicherweise. Jo, dann der Kampfläufer hat hier noch den Teufelsrochen weggeballert. Die Orks sind nur normal nochmal gesprintet. Und der Garbot auch. Und hier der Superheld. Wie heißt der denn überhaupt? Sagenhaber. Ja, nein, ich meine, Necron-Lord. Der Necron-Lord Ritschus, was weiß ich, wie heißt, hat Slimarbo angegangen. Und Power Unit, ist klar. Der Necron-Lord hat noch nicht mehr draufgeschlagen, sondern das haben seine. Lein. Das haben seine Gedankenskarabäen für ihn erledigt. Das heißt, Sly Marbo hat sich selbst mit 2 Attacken gerichtet. Jo, das war's. So, dann was sagen? Unsere Runde. Oh, genau. Ja, so. Ja. Die Reserven. Meine Reserven, die kommen. Oh, Mist. So ein Ärger. Oh, Mist. Bye-bye, Läufer. Dominik, was sagst du denn eigentlich dazu, dass die Tauspieler dich jetzt hier so nach vorne geschickt haben? Der wird gleich schon sehen, was er davon hat. Ich habe ja hier noch einen Scharfschützen, ich habe hier noch mal 2 Plasmawaffen und jede Menge Tau-Rückenmodule. Ja, genau. Also, willst du nicht einfach auf die Insel? So aus, ist bei euch noch ein Platz 2 im Team. Bei uns ist immer ein Platz 2. Ja? Ja. Also das ist schön. Orks und Katarana, so vom Aussehen. Ja, ich meine, ja, auch nicht. Genau, ja. Die sind ja auch grün. Ja. Und rot vor allem. Die haben auch Ersatzstirnbänder dabei. Was habe ich eingeschnitten? Die Rückenmodule? Was sind Rückenmodule? Zum Jumpen oder alles? So, Ende der dritten Runde. Unsere Strategie ging wunderbar auf. Zumindest noch. ja, was? wir haben ordentlich Vernichtung auffahren lassen, da mein Geistkampfanzug-Team doch war richtig schon. gekommen ist mit dem Commander drinnen.
Die wollte ich eigentlich hier haben, damit sie in der Nähe sind von dem Kampfläufer des Riachats, sind aber leider abgewichen, weswegen der Richie gerade auf die Nase fällt. Und haben aber dennoch geschafft, sich nicht außerhalb der Reichweite vom Fusionsblaster zu bewegen, weswegen das Ding in die Luft geflogen ist. Ärgerlich. Dann haben die Bündelkanonen auf die Krieger geschossen, die dann ordentlich zerlegt wurden. Sieben Mann habe ich rausgeschossen, zwei sind leider wiedergekommen. Aber das kriege ich auch noch hin, die Standard von dem Ding da wegzukriegen. Angst macht mir jetzt ein bisschen das ganze Feuer, was sie jetzt gleich noch fressen können. Und die ganzen Orks sind mit Dominix und meiner Schusskraft in dem Feld dort ordentlich. Naja, man sieht keine mehr auf jeden Fall. Ja, es war anders geplant. Ja, die dumme Vendetta. Ja. Dann habe ich noch vergebens versucht, auf den Duggar-Jet zu schießen. Ich kam auch mit einem Würfel hin, aber leider war es nur eine 3 oder 4, also kam nichts durch. Ja, ich glaube sogar eine 1. Jo. Dafür hast du sonst die ganze Zeit gut gewürfelt. Unglaublich. Ja, das ist völlig normal. Also die Realität krümmt sich um seine Würfel herum. Ich habe doch gesagt, es gibt kein Aberglaube, nur die Würfelgötter. Ja. Hat was von euklidischer Geometrie. Ja, ich sehe das genauso. Unglaublich, unglaublich. Naja, okay. Unsere dritte Runde. Richie, würfel mal für deinen Monolithen. Jo. Die laufen, alle, die jetzt da hinten also in der dritten Runde. Richie bekommt hier noch eine Einweisung von Marcel. Hier. Der Erklärbär, genau. Ich versuche mal zusammenzufassen, was passiert ist. Also wir haben ja Derb in unserer dritten Runde von den verbündeten Tau Kadashana auf die Fresse bekommen. Aber wir haben jetzt auch gut zurückgeschlagen. Und zwar ist hier endlich unser Monolith gekommen. Der hat jetzt aber gar nicht so viel gemacht. Ah doch. Der hat einiges gerissen. Der hat ziemlich viel gemacht. Der hat hier den kompletten Trupp Tau Feuerkrieger weggeholzt mit seiner großen Schablone. Da waren fast alle drunter. Und sind dann geflohen? Und die sind dann geflohen. Drei Stück haben überlebt. Die sind dann geflohen. Und zwar zu der Tischfeldkante. Weil wir nämlich hier die Schräge haben. Und ja. Dann hat mein Duggar-Jet hier auf die hier geschossen, die hier gestanden hatten. Da hat dann noch einer gestanden. Er hat versucht, der Monolith mit seiner Schwert-3-Waffe drauf zu schießen. Hat er nicht geschafft. Hat er schon geschafft, aber ich habe alles gesaved. Stimmt, er hat alles gesaved. Ja, genau. Er hat 4 plus save. Ist dann aber geflohen, der flieht also noch. Dann, ja, hier mein Garbot ist um die Ecke gekommen, hat hier auch drauf gehauen. Also mit dem Flamer hat er einen weggebrutzelt und mit der fetten Wumme, ich glaube 2. Hier meine, die Plünderers, genau, die haben jetzt hier den letzten Überlebenden, wie auch immer er hieß, keiner wird es erfahren. G.I. Joe. weggehauen, genau. Dann hier die Plünderers haben hinten auf die Speer geschossen, haben 2 ausgelöscht. Ja, und dann kam eigentlich auch hier schon dieser riesige Nahkampf. Der Richie hat sich am Anfang geweigert anzugreifen. Ich habe gesagt, komm, mach das doch. Dann hat er es so gemacht. Der Tau-Spieler hat erstmal Abwehrfeuer gegeben. Mhm. Und zwar nicht auf die 6, sondern auf die 5. Weil du das Unterstützungsmodul, Abwehrsystem oder irgendwas. Genau. Aber der hast auch 7-mal getroffen, glaube ich, oder so, und der Richie hat aber diesmal richtig gut gesaved. Hat alle bis auf einen gesaved, ja. Und dann war im Nahkampf, du hast ihm einen umgehauen und der Necronlord und seine Jungs hier, die haben insgesamt wie viele Wunden gemacht? Genug, dass mein Commander und einer gestorben ist. Genau, also 4 Wunden. Ja, also ich habe 3-4 Lebenspunkte verloren und habe aber 4 gesaved oder so. Also hat 7 Wunden oder sowas gemacht. Okay, das heißt, euer Kriegsherr ist weg. Ja. Meiner ist ja schon lang weg. Ja. Und ihr habt den ersten Abschuss. Sind schon mal 2-1. Wir haben zurzeit kein Missionsziel. Und ich habe immer noch den Durchbruch aktuell. Und du hast noch einen Durchbruch? Also 3-1. Ja. Ist der schon? Nee, das zählt nicht. Das zählt aber nicht. Okay. Also der zählt nicht, weil es ein Fahrzeug ist. Dürfen nur Infanterie sein. Ich glaube aber, das zählt Modell. Was, Modell komplett. Und der ist noch nicht komplett über die 2. Ja, aber der würde auch so, glaube ich, nicht zählen. Aber gut. Und ihr habt zurzeit das eine Missionsziel. Also 6-1 zurzeit. 6-1? Ja. Ja, mal gucken, was die vierte Runde bringt. Auf jeden Fall ist es ziemlich blutig auf beiden Seiten.
schon ist bald nichts mehr da, deswegen. Ja, also schon. Sei ruhig, du hast ja noch deine ganze Armee, ich nicht mehr. Wer schläft und bringt denn hier die harten Hackfahrt gerade und beschützt alles? Oh. Ja. Den imperialen Hintern. Alles klar. Regeln ihr noch nach, wie ich halt jetzt weiß und sowas, ja. Das ist ein und. Was? Willst du mal reden? Nein, ich rede. Ach, Mann. Nein. Okay, es ist nicht so viel passiert, aber das, was wir rausholen konnten, er hat sich gesammelt. Mist. Die haben sich in Deckung bewegt. Und denen da, keine Ahnung, irgendwie mal irgendwas zu tun oder so. Irgendwie. Da hat das Scharfschützengewehr versucht, den da zu knacken. Den Garbord, das ist aber nicht gelungen. Mein Geistkampfanzug-Team hat sich glorreich aus dem Nahkampf in der Sonderregel zurückfallen lösen können. Noch in unserer Runde. Genau. Und hat dann, wie viele erschossen? Fünf? Fünf. Also sieben umgenietet und zwei konnten sich nur reanimieren. Genau. Da liegt noch einer. Der schläft. Das ist in Ordnung. Der wacht gleich auf. Ach so. An den komme ich nicht dran. Und Moral haben sie leider geschafft. Das heißt, sie sind immer noch da und immer noch potenziell gefährlich für das Missionsziel. Weswegen ich immer noch da stehe und zum Kämpfen. Genau. Und wahrscheinlich nicht mehr lange. Mhm. Unsere vierte Runde, Richie, jetzt geht's ab. Oh! Guck dir mal das an. Das gehört gut, Dominik. Gar nicht mal so gut. Acht Tote? Nicht ganz. Ja, nicht ganz, aber. Sechs. Also, ja, die haben. Also, Du hättest doch eigentlich nur drei plus würfeln. Ja, ja, drei plus, also. Das ist voll schön extra drei aufgenommen. Drei plus drei. Plus drei. Na ja, gut, ihr seid so Ying und Yang oder so. Ja? Ne? Der Würfelgott und. Der Würfelgott und. Ja, reibt sie noch rein. Dann hieß er. Und sein Arbeitgeber. Sehr schön, sehr schön. Wisst ihr jetzt auch, wohin er sein Geld investiert hat? In meine Würfelhand. Ja. Nee, zwei, du hast nur drei gewürfelt da. Ich hab zwei. Und von vorne. Okay. So, Ende der vierten Runde der Orks und der Necrons. Was ist passiert? Der Garbot hat sich hier zu den Speeren bewegt, hat dann seinen schweren Flamer ausgepackt, hat fünf geröstet. Dann von denen hier oben wurde noch einer zerlegt und die fette Wumme von dem Garbos hat den letzten umgehauen. Mhm. Sehr gut. Dann hier der Monolith. Richie, was hat der gemacht? Der hat zum Glück mit zwei von den fetten Wummen auf den einen hier drauf geschossen, oder? Auswaffen, ja. Genau, und er hat nämlich dann, ich glaube, einmal oder zweimal gesaved. Auf jeden Fall hat er es nicht überlebt, das ist ganz gut. Dann mit der fetten Wumme hast du hier reingeschossen? Ja, mit dem Geschütz. Und das Geschütz, ja. Hier oben rein und dann habe ich halt acht. Ach ja, habt ihr ja gerade gesehen. Katastrophal. Genau, der Dominik. Quasi reingeschossen. Ja, okay. So, und dann hier, ganz krass, meine Plünderer sind hier noch runter, haben draufgeschossen, haben nichts gemacht gegen die Ghosts und der Necron-Lord hat es dann gerissen. Der ist mit den Necron-Kriegern in den Nahkampf gegangen. Du hast Abwehrfeuer gegeben auf die 5, hast auch 2 ausgeschaltet. Und dann hat aber der Necron-Lord 3 direkt ausgeschaltet mit seiner E-Waffe Sense. Oder E-Sense oder was auch immer das ist. Kriegssense. Und einer hat dann noch gestanden und den haben dann die 3 Necron-Krieger platt gemacht. Also haben wir hier das Missionsziel schon mal gesaved. Ihr habt das noch, also 3-3. Ihr habt den Kriegsherrn getötet, ersten Abschuss sind 5-3. Und wir haben zurzeit sonst nichts, gell? Nee. Durchbruch haben wir nicht. Ich komme auch. Also unten 3, ja. Ah, nee, da haben wir genau 5-4 steht's. Also ist ganz knapp. Ja, ganz knapp. Ganz knapp. Gucken, jetzt kommt. Noch weitergeht? Nee, erstmal die fünfte Runde jetzt noch. Und dann wird geguckt. Genau, und dann wird geguckt. Ach ja, mein Dakar-Chat ist in der vierten Runde jetzt gerade noch rausgeflogen. Okay. Also so schnell war die fünfte Runde noch nie. Läuft. Also die haben sich jetzt hier halt in die Ecke gekrochen, verkrochen und ihr funkt nach Verstärkung. Ja, ja, richtig? Die kommt auch. Wurde gesagt. Ich meine, hier unten ist ja noch das HQ. Ja, das wird sich wahrscheinlich irgendwann verpissen. Okay, unsere fünfte Runde. Also Ende der fünften Runde. Der Dakar-Chat ist wieder gekommen. Hat aus HQ geschossen. 7-mal getroffen, ich glaube 4 sind gestorben, 3. Ja, genau, 3 stehen da noch. Der Garbot ist nach vorne gestürmt,
macht da irgendwas. Holt den, Durchbruch. Genau. Und ich habe ihn ja verloren. Hier, der Monolith hat nur leider mit einer Waffe hier reingucken können und hat dreimal geschossen, einmal getroffen. Und der Dominik hat eine 1 gewürfelt. Aber die Moralwerte geschafft. Ja, aber die Moralwerte geschafft und darum müssen wir jetzt würfeln, ob es weitergeht in die 6. Runde. Und dann schafft er die 6. Ja, natürlich, ja klar. Also so, wer will würfeln? Der Chef. Komm, ich würfel, weil ich, naja, ich würfel gerade die ganze Zeit 1 und 2, also sind die Chancen ganz gut, dass wir das jetzt hier damit. Der Chef würfelt. 6. Ja. Ja, natürlich. 5. Es geht weiter. Es geht weiter. So, ja. Dauert sowieso nicht lang. Nee. 6. Runde. So, mein Haku stirbt raus und entert den. Geht in eine neue Welt. Hey, da ist ein Tor! Lass uns durch! Ich würde sagen, Strack macht jetzt einfach einen strategischen Vormarsch in den rückwärtigen Raum und rettet sich. Ja, natürlich. Also, er macht einen Salto von der Platte. Ja. Nee, kann man nicht mehr machen. Ich kann nur stehen bleiben. Und ja. Okay. Wir geben damit, oder er, bin ja schon weg. Die 1000 übrigens kommt weit weg, leider. Ich lege ausführlich und denke, dass das war. Ich bleibe stehen. Alles da? Dann kommt unsere 6. Runde. Ende der 6. Runde. Munition! Hier spielen sich menschliche Dramen ab. Und zwar in Gestalt von Lieutenant Commander Draken. Ist das ein Lieutenant Commander? Ich glaube, ich habe eine Kontaktlinse verloren. Und seinem letzten überlebenden Standard, die zusammen dieses Missionsziel halten, das hier diese großen Boys haben wollen. Ja, es fehlt nur noch Godzilla, der von außen steht und gegen das Gebäude schlägt mit, genau, Robofäusten. Und wir befinden uns in der Ende der 6. Runde. Ja, und wir haben hier jetzt alles zerlegt, was zu zerlegen geht, aber trotzdem stehen die beiden noch. Das ist echt krass. Und wer will würfeln? Ist nicht lächerlich, das ist 40k. Ja, sag ich. Das ist der Stoff, aus dem Legenden entstehen. Jetzt war schon gewesen, seine Storys herkriegt. Ja, ja, ja. Ihr habt es in der ersten Runde versucht, dann dürft ihr es in der nächsten Runde versuchen. Judith. Es geht ja um euren Sieg. Juhu! Eure 7. Die letzte Runde. Also wir sind live hier in der 7. Runde. An die Wand stellen, ne? Straken überlebt wahrscheinlich. Darum geht's ja auch nur. Wie ist die Clinch umgehst, Jan? Der steht halt in der Ecke, was soll er denn sonst machen? Und er wird nicht gesehen. Das ist total lächerlich, ja? Er steht in der Ecke, kann nichts machen und ihm kann auch nichts gemacht werden. Ja, wir haben halt keine Infanterie, die jetzt da reingehen. Er hat halt einen Daumen im Mund und die Augen geschlossen. Und der Gargbot kann zwar ins Mission... Ich kann einen Flamer reinschießen. Kannst du nicht, weil du nicht siehst. So. Du musst ihr sehen. Ich kann höchstens hochklettern, aber das ist in dieser Runde schaffe ich es nicht mehr. Also, dann endet es eh. Genau. Und mit diesem Portal kannst du es auch nicht machen, ohne dass du nicht siehst. Das ist eine Schussattacke, zählt ja in dem Sinne als Schussattacke. Ja. Okay, ne, dann. Ich kann ihn sehen, wenn ich mich ein bisschen drehe. Ja, guck mal. Ich glaube. Ja. Also wenn ich mich. Guck mal, wenn du dann hier über die Waffe guckst. Ja? Das gibt bestimmt wieder eine Diskussion. Also. Oh ja, das. Oh, okay. Nee. Klar, du musst das Gebäude noch ein bisschen schieben und dann geht's. Also regeltechnisch bist du jetzt mit dem Monolith gerade aus dem Spielfeld raus. Also damit bist du leider raus. Das gehört dir noch zu deinem Monolith dazu. Genau. So, also, was machen wir hier? Voll witzig. Ich glaube, wir sind auch mit unserer 7. Runde fertig, weil wir können nichts machen. Oder? Wir sehen es verrecken nicht. Ja? Doch. Pass auf. Du siehst ja, du siehst vielleicht einen Arm oder so, aber... Ich sehe seine Schulter! Ich sehe seine Schulter! Das ist vielleicht auch die Schulter eines toten Kameraden. Der liegt nämlich wahrscheinlich unter. Also, okay, ich würde sagen, wir zählen einfach mal. Also, ihr habt ein Missionsziel. Ich gucke nach den Verwundungen, aber es ist schon so. Ihr habt ein Missionsziel. Das sind 3 Punkte. Erster Abschuss, 4 Schüsse, 4 Punkte. Und dann noch 5 für den Kriegsherrn. Genau. Wir haben 3 Punkte für das Missionsziel hier. Wir haben einen Kriegsherrn getötet und wir haben einen Durchbruch. Das ist unglaubliches Unentschieden. Also es ist auch offensichtlich hier, wenn man auf die Platte guckt, ein deutliches Unentschieden rein von den Kräfteverhältnissen. Auf jeden Fall. Weil, ja, was soll man dazu sagen? Ich finde es geil, weil Unentschieden
Es gibt wieder diese Absurdität des Universums. Es gibt genau diesen Satz, der imperiale Armee, solange da noch ein Mann steht. Genau. Und ich meine, Rambo hat es ja eigentlich auch nicht anders gemacht. Das ist halt einfach ja so. Das ja ist, das aber hey, er hat heldenhafte Moralwürfe. Ja, auf jeden Fall. Also hier. Du musst ja bedenken, das ist eine Armee aus Rambos, ja? Genau, ja, richtig. Die sehen ja alle aus wie Rambo. Und ich würde sagen, also ja, cooles Unentschieden. Ja. Finde ich echt cool. Dank. Jo. Marcel? Ja, war super. Das Spiel. Hat Spaß gemacht. Also, ich kann nur sagen, das war top. Wir haben keine zu krassen Armeen gehabt. Und jo, Spaß gemacht. Tschüss. So, wir haben unentschieden. Genau, unentschieden. Welches Modell würdet ihr denn bei euch in, ja, ich meine... Das ist doch klar. Ja, klar. Also, das wichtigste Modell ist hier diese eine Standard. Man sieht es halt mal wieder, am Ende macht es der einfache Infanterist aus. Genau, also Leute, nehmt Standards mit. Wir hatten definitiv zu wenig diesmal dabei. Mobile Infanterie. Genau. Weil was kostet der gute Mann? 5 Punkte? 6 Punkte? Ja, so wie ein Orke wahrscheinlich, 6 Punkte oder so. Ja, bei uns weiß ich gar nicht, was bei uns das wichtigste Modell war, aber dein Kriegsherr war ziemlich wichtig. Ja. Der hat nämlich hier hinten die Ghosts auseinandergenommen. Also mein Big Mac, den hätte ich auch zu Hause lassen können. Der hat nicht viel gemacht, der Kampfpanzer auch nicht. Füße vertreten. Oh, nee, ich denk mal, es waren Ducker Jet war ganz nett. Es waren schon alle Modelle sehr wichtig, weil sie haben A, Beschuss gezogen, ja, und man musste deswegen schon bedingt taktieren. Wenn die Vendetta es tatsächlich nicht geschafft hätte, den Kampfpanzer auseinanderzunehmen, wäre die ganze Infanterie da hinten gewesen. Wenn dein Duggerjet nicht die Vendetta auseinandergenommen hätte, dann hätte die Vendetta mit allem kurzen Prozess, was da rumgelaufen wäre, gemacht. Ja. Der Triarchatläufer hat auch nicht so gerissen, muss ich sagen. Wenn der Triarchatläufer nicht da gewesen wäre, wäre ich viel früher mit denen hier nach vorne gelaufen, um die da zu beschießen. Deswegen hat er mich nach hinten gedrängt. Ja, von daher, das stimmt schon, dieses Modell war irgendwie die richtig. Die Geister haben es deswegen da hinten noch ein bisschen knackig gemacht. Also die haben es richtig knackig gemacht, ja. Es war eigentlich relativ ausgeglichen die ganze Zeit. Es ist tatsächlich ein Hin und Her der Wogen gewesen. Ja. Also jedes Modell hat halt irgendwas rausgenommen, es waren Einheiten tauschen. Ja. Es war echt fast wie so ein Schachspiel eigentlich. Ja, jede Runde haben wir gegenseitig uns die Modelle weggenommen. Ja, ich muss sagen, wenn der Monolith eine Runde früh gekommen wäre, dann hättest du wahrscheinlich die Geister auch anders positioniert. Das. Ja, klar, weil er Fusionsblaster gehabt hätte. Ja. Und dadurch hätten wir, wenn meine Geister da hinten gestanden hätten, hätte ich ja genug Fusionsblaster und Bündelpistolen gehabt, um das Ganze hier ein bisschen aufzuhalten. Das ist richtig. Aber dennoch wäre es sinnvoller gewesen, die Standard da wegzukriegen und mit einer 3W6 Schubbewegung mich danach zu bewegen. Die 3W6 Schubbewegung ist echt viel. Ja. Aber ich habe noch nie gesehen, dass Ghosts sich aus dem Nahkampf lösen. Fand ich sehr spannend. Und das hat uns auf jeden Fall hier ganz schön Kopfzerbrechen bereitet. Weil du hättest in der einen Runde dann, als du dich zurückgezogen hast und dann draufgeballert hätte er ja auch fliegen können. Also, hier, du. Mhm. Und dann wäre unser Missionsziel weg gewesen. Dann, ja, genau, das war ja auch eigentlich meine Absicht. Also, es stand echt die ganze Zeit auf Messerschneide. Puh, fand's echt. Und wenn die Krieger geflohen wäre, hätte ich direkt meine Schubbewegung gemacht, um hier hinzukommen. Ja, genau. Deine Jungs da hinten hätten mich nur peripher interessiert. Ja, die hätten gar nichts mehr gemacht, die Boys da hinten. Ja, war ein schönes, ausgeglichenes Spiel. Von Anfang bis zum Ende. Ein guter Krieg. Ja. Ich denke, das ist Krieg. Also hier mein Ork-Kumpan, ja, der auch Ork spielt, hat gerade angemerkt, dass hier mein Garbot, den ich als Standard gekauft habe, natürlich ein Fahrzeug ist. Also wir haben ja auch gar nicht als Standard gehandelt, also er hat gar nicht das Missionsziel gehalten, aber ich habe gedacht, er macht den Durchbruch. Das hätten aber nur zum Beispiel die Killerbots, die Killercopters machen können. Genau, das sind nämlich keine Fahrzeuge, die zählen nämlich als... die können nicht verweigern. Und nach Regeln kann hier diese arme Garbot nicht. Ich meine, was soll er denn auch mit einem Missionsziel machen? Sich anbauen oder was auch immer? Nein! Er sollte ja nur verweigern. Oder obwohl da ein Krott drin sitzt. Da sitzt ein Ork. Da sitzt ja, genau, da aber steht es ist Ork immer noch ein Fahrzeug. Ja, ja, ist ein Fahrzeug. Hallo, Regeltechnik. Aber das Unentschieden gefällt mir besser. Diese drei Jungs, die da den einen umkreisen. Ja. Und er tapfer hält und keiner mitkriegt, dass er da drin ist. Also, nur für euch YouTubies. Regeltechnisch wäre es jetzt hier eigentlich ein Sieg für für ihn? Hey, Strackenlift auch nicht. Das kann er doch nicht mal glauben. Eigentlich kann es keiner glauben. Keiner kann es glauben, ja. Also, ein schönes Unentschieden.